Hallihallo. Es ist wieder Jahresende, ein neues Jahr beginnt und pünktlich habe ich dazu heute ein Video gesehen von Steffen Janetzko auf der Facebook-Seite. Und zwar heißt das Lied Neues Jahr, bring uns Glück. Habe ich heute für euch aufgearbeitet, könnt ihr jetzt Anfang des Jahres noch super toll singen für die Gitarre. Ihr braucht ein paar Griffe dafür, ihr seht, drei Mollgriffe sind da drin im Original. Es ist in C-Dur geschrieben, C, F, G, die Grundakkorde in Dur braucht ihr und die Mollparallelen. Wer das nicht weiß, braucht ihr euch jetzt nicht drum zu kümmern, was das bedeutet, sind auf jeden Fall in dem Fall A-Moll, E-Moll und D-Moll. Das Lied spielt Steffen im Original in dieser Tonart mit den Akkorden. Ich habe mir noch was anderes ausgedacht. Weil es gibt ja auch Leute, die vielleicht auf der Gitarre noch Anfänger sind und vielleicht mit D, G und A oder A7 mehr anfangen können. Weil eben am Anfang das F auf der Gitarre nicht ganz so leicht ist. Deshalb gibt es jetzt von mir eine Transposition in der dritten Strophe. Das Original hat nur zweimal die gleiche Strophe. Ich spiele aber einfach mal so, nach den zwei Strophen in C-Dur, nochmal eine in D. Und ich spiele auch einen Übergang dann von hier, von dem Ende, vom C, ein Akkord auf D. Und dann landet man stimmlich auch ziemlich leicht auf der entsprechenden Tonhöhe, weil man muss natürlich auch einen Ton höher singen. Jetzt wäre das normalerweise allerdings mit den drei Mollgriffen, die hier vorkommen, wesentlich schwieriger, weil ihr hättet noch B-Moll und Fis-Moll. Das sind Barré-Griffe, die man vielleicht überhaupt nicht spielen kann. Noch schlimmer als F. Aber an diesem Lied könnt ihr eine Menge lernen, weil man kann Mollgriffe auch durch Dur-Akkorde ersetzen. Da muss das dann ausprobieren, was funktioniert. In dem Fall habe ich dann, seht ihr hier, in der dritten Zeile hier, E-Moll, da ist auf einmal ein D. Das funktioniert, weil wir auf dem Akkord, der hier vorkommt, dann auch singen. Und der A-Moll-Akkord ist auch ersetzt mit einem G. Dann habt ihr hier nur einen Akkord, einen Moll-Akkord meine ich, und das Lied funktioniert dann auch. Also wenn man jetzt nur diese Version kennen würde, würde keiner sagen, das ist falsch. Aber es hört sich vielleicht ein bisschen schöner an, wenn man beides vergleicht mit diesen 3-Moll-Akkorden. Ja, das ist eigentlich eine schöne Notlösung, wenn man es nicht spielen kann im Original. Und damit habt ihr auf jeden Fall zwei verschiedene Versionen. Wenn ihr dann noch merkt, das ist nicht eure Tonhöhe, dann geht ihr einfach mit dem Capodaster dran. Dieses Teil hier kennt ihr alle, hoffe ich. Wenn ihr so einen Teil nicht habt, dann solltet ihr euch das besorgen, weil damit kann man, ohne die Griffe zu ändern, ganz einfach die Tonhöhe verändern. Man kann dann vielleicht höher oder tiefer singen, je nachdem, was man dann braucht. So, jetzt geht's aber los. Ich blende euch die Gitarre ein, dann seht ihr, was ich spiele. Hier seht ihr aber auch den Rhythmus, den zeige ich euch nochmal. Ich greife mal ganz einfach C, den ersten Akkord. Dann üben wir einmal kurz den Rhythmus, den ich hierbei spiele. Also C-Dur. Ein Abschlag, dann hoch ohne Anschlagen, nochmal abschlagen und zurück mit Anschlag. Die Zählweise wäre 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4. Jetzt blende ich das so ein, dass ihr den Text seht. Wenn ihr bei meinen Blättern hier guckt, dann seht ihr zum Beispiel, das ist ein 4-Vierteltakt, ist hier angezeigt. Und für das erste Wort, im Grunde die erste Silbe, muss man genauer sagen, seht ihr den ersten Ton. Das ist der Ton C. In dem Fall, wer nicht weiß, wo der Ton C ist, auf der fünften Seite
im dritten Bund gegriffen und die fünfte Seite ist von unten gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, nämlich die A-Seite und dann im dritten Bund. Und dann weiß man, wo das anfängt. Wenn ihr also ein Blatt von mir habt, könnt ihr euch danach normalerweise richten. So. Neues Jahr bringt uns Glück, führt uns weiter Stück für Stück. Schenkt uns Kraft, schenkt uns Mut, bitte meint es mit uns gut. Lasst die Liebe wieder wachsen, lasst die Zuversicht gedeihen. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Lied was anfangen und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Denkt daran, es gibt auf Steffens Seite, ich verlinke ich euch noch, auch die Noten dazu. Ja, dann könnt ihr das zum Beispiel auch mit der Blockflöte spielen. Was ich noch sagen wollte, ich fange wieder einen Online-Kurs an für Leute, die vielleicht eine Gitarre geschenkt bekommen haben. Neu anfangen mit dem Gitarrenspiel oder wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch überhaupt nicht weiterentwickelt, Hilfe braucht beim Gitarrelernen, dann könnt ihr den Online-Kurs mitmachen. Der wird Dienstagabends stattfinden, eine Dreiviertelstunde. Könnt ihr mich anschreiben mit meiner E-Mail-Adresse, die wird hier nach eingeblendet. Und dann könnt ihr da einfach mitmachen, das geht monatlich immer. Der Beitrag wird quasi monatlich bezahlt. Das bedeutet auch, dass ihr monatlich wieder aufhören könnt. Ihr habt keine lange Bindung, könnt einfach mal schauen, ob es euch hilft. Bisher habe ich das ja im dritten Jahr jetzt gemacht und die Erfahrungen sind wirklich ausgezeichnet. Die meisten bleiben länger dabei. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch. Bis demnächst. Ciao.